Hallöchen ihr Lieben zu einer weiteren Folge von Kaimar, in der wir uns nun die restlichen drei Enten möglichst holen wollen. Und das Offensichtlichste, denke ich, ist, wenn wir gegen Illy kämpfen und sie dabei auch versuchen zu besiegen. Also versuchen wir es einfach mal. Ich wollte bei Isel sein, das ist die einzige Möglichkeit. Du musst das nicht tun. Ich habe keine andere Wahl. Ob du es nun magst, wenn du es nicht magst, dann töte mich. Aber es gibt keinen Grund, warum du sterben solltest. Deswegen würde ich lieber nicht. Aber wir versuchen es dann doch. Vielleicht sollte eine Welt wie diese tatsächlich zerstört werden. Mal gucken, vielleicht reicht das sogar schon. Der eine starke Angriff tatsächlich. Serena hat gewonnen. Oh, ich habe sie getötet. Aber ich musste mich halt... Es war Notwehr. Genau, da gab es keine andere Möglichkeit. Was für eine Schande. Wenn sie nicht einmal gegen jemanden wie dich gewinnen kann, war sie von Beginn an nutzlos. Puppe, hast du einen Namen? Serena. Serena, würdest du mich gerne begleiten, auf meiner Reise ein neues Universum zu verschlingen? Wirst du mich fressen, wenn ich mich weigere? Das könnte ich tun. Oder dich alleine zurücklassen in dieser sterbenden Welt. Die Entscheidung liegt bei dir. Leben in einer toten Welt, das hört sich so an, dass ich als... Also, das hört sich so an, dass Todsein genauso gut wäre. Ich entscheide mich jetzt fürs Überleben. Du bist schlau. Für jemanden, der keine Seele hat. Wir werden weit kommen zusammen. Okay, das ist das Bad End. Wir begleiten sie. Naja, wir haben halt auch keine Seele, ne? Dementsprechend haben wir keine Gefühle und... Das ist dann möglicherweise schwierig. So, jetzt haben wir also... Was hatten wir denn jetzt? Bad End? Und das True End und Indifferent End. Okay. Dann muss es ja eigentlich noch sowas wie Normal geben. Also ich könnte mir vorstellen, was ich noch gedacht hatte... Moment, dann müssten wir aber... Obwohl, eine Sache wollte ich noch ausprobieren. Genau, kann ich hier nicht einfach abhauen und die Sache auf sich beruhen lassen? Ich sollte nicht einfach gehen... Okay, nee, das geht nicht. Alles klar. Dann probieren wir mal aus. Weil das hatte ich gleich gedacht, dass das eine Möglichkeit wäre. Dass wir einfach hier am Anfang den ganzen Krams gar nicht machen. Also, dass wir nicht nach oben und unten gehen, sondern... genau, ein strategischer Rückzug. Was war hier eigentlich gewesen? Hey, steh auf, diese Dinger werden dich verschlingen. Hörst du mich? Ach. Da haben wir sie ja auch beschützt. Was ist denn, wenn ich sie nicht beschütze? Vielleicht ist das ja auch... Oh. Heilige Scheiße, bist du stark. Warte. Da in die Richtung sind nur Monster. Ich muss das alles beenden. Du hörst nicht zu, oder? Willst du etwa sterben, indem du in einem sinnlosen Kampf kämpfst? Oder tatsächlich denjenigen besiegen, der das hier alles zu verantworten hat? Muss ich dich etwa mitschleppen? Okay, los, komm mit mir. Okay, jetzt ist sie mitgekommen. Es scheint, wir werden in Sicherheit sein, wenn wir hier weitergehen. Okay, das wird wahrscheinlich... genauso weiterlaufen. Da würde ich fast sagen, dann spiele ich erstmal ein bisschen weiter und guck mal, was passiert. Genau, also ob sich das ändert. Beziehungsweise ich kann ja auch einfach jetzt so durchlaufen. Und die einfach alle voll ignorieren. Ach so, es kommt ja noch das hier. Ja gut, das kann ich ja ganz schnell wegdrücken. Das ist kein Problem, ne? Und dann gucken wir mal. Weil dann erfahren wir ja zum Beispiel gar nicht. Wir haben ja nur, weil wir hier unten langlaufen, erfahren, dass Serena keine Seele hat. Und das wurde ja ziemlich oft thematisiert dann hier drüben. Wir gehen jetzt einfach durch, reden mit niemandem, ignorieren alles und gehen direkt hier hin. Illy, ich habe schon befürchtet, dass du hierher kommen würdest. Oh, du und der Prinz kennt einander. Also ist das so eine persönliche Rachesache? Ich wusste, ich könnte mich dir nicht allein stellen. Also habe ich etwas anderes mitgebracht, das dich ebenfalls aufhalten will. Hey, aber ich habe uns angeführt. Wenn du mich das erklären lassen würdest. Du musst nicht erklären, dass du ein verdammtes Monster bist. Das weiß ich bereits. Ich werde dich töten für das, was du ihr angetan hast. Stimmt, wir wissen auch gar nichts über die Beziehung zwischen Illy und Isel. Ich sehe schon, du kannst nicht mehr klar denken. Verständlich. Ich werde mich nicht zurückhalten.
Ich möchte nur verhindern, dass Keimer aufgefressen wird. Ich schätze, dann sollte ich mich wohl auch nicht zurückhalten. Oh, stimmt. Dann sind wir jetzt aber auch... Oh, voll schwach. Das habe ich gar nicht bedacht. Moment, wir haben auch gar nicht den Critical Attack. Oh Gott. Hoffentlich kann ich schnell genug Serena noch heilen. Puh, Glück gehabt. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen heftigerer Kampf jetzt. Ich habe alles getan, was ich konnte. Egal, was du von mir hältst. Ich muss das durchziehen. Okay, dann muss sie auch nochmal Magie machen, um sie zu heilen. Okay, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Dann kann sie vielleicht... Oh, nee. Ich glaube, ich muss immer mit Illy heilen. Hättest du es nur früher gesehen. Trotzdem, ich bin vielleicht zu weit gegangen. Ich werde meine Strafe akzeptieren. Halt die Klappe und stirb! Oh Mann, ey. Scheiße. Die Welt war verdammt. Oh, na gut, dann haben wir wenigstens mal den Game Over Screen gesehen. So. Ah, ich bin jetzt einfach ohne sie weiter. Scheint, als würde ich in Sicherheit sein, solange ich diesen Weg nicht zurückgehe. Diese Monster einfach zu bekämpfen war nicht so ein guter Plan. Ich muss herausfinden, wer dahinter steckt. Ach, ihr wird es schon gut gehen. Sie kann sich selbst retten. Wie krass, das geht also auch. Aber trotzdem müssen wir sie nochmal besiegen. So. Bum, 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 bum. Okay, das ist wieder das Gleiche. Jetzt können wir echt hier einfach weiter. Okay. Dann gucke ich mal, was passiert, wenn wir bis hier hingehen, einfach ohne sie. Aber da haben wir ja eigentlich keine Chance. Wahrscheinlich ist das auch der springende Punkt, dass wir überhaupt keine Chance gegen ihn haben. Bist du auch zu mir gekommen, um mich zu töten? Das hängt davon ab. Würde dich zu töten, die Monster aufhalten und die Welt retten? Ja, wobei ich es dir nicht empfehle. Wenn Keimer gefressen wird, glaube ich nicht, dass ich länger existieren kann. Also muss ich das aufhalten. Na gut. Ich habe auch nicht erwartet, dass du auf mich hören würdest. Ich kann niemandem erlauben, weiterzugehen als bis hier. Vergib mir. Okay, also, aber wir haben ja echt gar keine Chance. Ich habe keinerlei Items. Es geht nicht. Also wenn man alleine durchgeht, hat man meines Erachtens wirklich keine Chance. Er greift jetzt an und dann ist man tot. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass das auch möglich ist. Also das Spiel bietet da wirklich jede Menge Möglichkeiten. So, jetzt werde ich sie aber wieder mitnehmen. Genau. Oh, na endlich. Serena und Illy won. Wenn nichts anderes... Niemand wird jemals wieder von dir getötet werden. Das Monster ist dort entlang. Ich schätze... Nee, die Monster sind fort. Ich schätze, unsere Mission ist vervollständigt oder abgeschlossen. Wie seltsam. Er ist tot, aber ich fühle mich gar nicht besser. Du solltest dich wunderbar fühlen. Wir haben den bösen Prinzen besiegt und so. Ich höre, wie sie nach mir ruft. Hä? Wohin gehst du? Isa? Illy, ich wusste, du würdest kommen. Danke, dass du mich befreit hast vom Siegel meines Bruders. Was? Der Prinz hat in Wirklichkeit die Prinzessin versiegelt? Warte, dafür, dass sie Geschwister sind, sehen sie sich aber gar nicht ähnlich. Isa, du bist am Leben. Es geht dir gut. Ja, ich bin hier. Okay, bei dieser herzerwärmenden Wiedervereinigung sollte ich nicht stören. Serena verlässt die Bühne nach links. Die Monster sind alle verschwunden. Also ist Keimer wirklich gerettet. Mein Job ist hier erledigt. Was macht ein Mädchen jetzt? Meine Familie ist fort, zusammen mit der Hälfte der Welt. Tja, nichts zu haben, an dem man arbeiten kann, fühlt sich seltsam an. Seltsames Gefühl? Oh, Leere. So nennt man das. Leer und ohne Ziel. Naja, zumindest kann ich entspannen. Aha, das ist das normale Ende. Ja, da erfährt man ja im Grunde gar nichts, ne? Das ist schon eher ein schlechtes Ende, würde ich sagen.
Okay, jetzt gibt's noch das geheime Ende und ich habe keine Ahnung und werde mir wahrscheinlich mal versuchen, irgendwo einen Tipp zu holen. Also sehen wir uns gleich wieder zum Geheimende. So ihr Lieben, ich hatte tatsächlich im Internet einen kleinen Tipp gesehen, nämlich, dass man am Anfang doch mal nach einem Geheimweg suchen soll. Und den habe ich auch gefunden und zwar, oh Moment, ich muss mich beeilen. Genau, hier unten lang, dann kommt man hier links rüber und dann, tada, ist man am Ende des Spiels angelangt. So, wo ging es jetzt lang? Moment. So. Hallo? Oh, du bist nicht tot. Du bist nur gefroren. Das ist ein bisschen gruselig. Woher kommst du? Wer bist du? Ich komme von der anderen Seite der Welt. Ich bin Serena. Wie auch immer du hierher gekommen bist, ich kann nicht zulassen, dass du das Siegel von Ezel durchbrichst. Oh, daran bin ich nicht interessiert. Ich versuche nur zu überleben. Du könntest mir nützlich sein. Serena, nicht wahr? Ich erlaube dir zu leben, wenn du mir dabei hilfst, Prinzessin Ezel versiegelt zu halten. Das ist doch beides im Grunde, ja. Das Einzige, was mich interessiert, ist, am Leben zu bleiben. Also ja, alles klar, ich helfe dir. Du tust der Welt einen Gefallen. Selbst wenn allen anderen das scheinbar nicht klar ist. Nun werde ich diesen Kampf nicht alleine durchstehen müssen. Geheimende. Jetzt stehen wir auf seiner Seite, ist irgendwie geil. Ja, wir sind halt einfach einmal um die Welt gelaufen, ne? Und sind am Ende angelangt. So, jetzt haben wir wirklich alle Enden hier rausbekommen aus diesem Spiel. Es hat mir sehr gut gefallen. Schade, dass es so kurz war. Ich hätte gerne noch viel mehr von Serena und Illy und so erfahren. Ich fand die ganz toll, die Charaktere. Aber naja, jedes Spiel hat ein Ende leider. Dafür sehen wir uns dann sicherlich irgendwann in einem weiteren Spiel von Nom Nom Nami wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.